Hallo. Die hat eine ganz komische Nase. Hey. Hübsch bist du, aber schissig. Na dann. Tut mir leid. Dann gehen wir weiter. An kleinen Joni muss ich natürlich auch denken. Der freut sich hier über ganz viele, viele Schnecken, weil es heute geregnet hat, sind die alle hier unterwegs. Die sehen sogar echt recht schick aus, muss ich sagen. Hier auch noch so eine kleine. Alles voll mit Schnecken. Schnecken, 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 Schnecken. Also es muss da irgendwelche Schneckenvorschau unter euch geben. Das ist alles voll mit Schnecken. Das Ding ist voll mit Schnecken. Aber ich glaube, die sind alle tot. An alle Schneckenforscher unter euch. Ja, meine ich ja. An alle Schneckenforscher. Habt ihr da einen Plan, warum das so ist? Und wenn oder ist das dieser Parasit, der die Schnecken nach oben holen lässt, damit die dann gefressen werden von Vögeln oder so was? Ich habe keine Ahnung. Hier ist alles voll. Die Wölkchen hängen tief. Unser Ziel ist angekommen. Oder wir sind am Ziel angekommen. Der krasse Hafen von Maia. Heftig. Ja, sick, sick. Schön auf Tour gehen. Naja, wir gehen jetzt am Strand zurück. Gehen Sonnenuntergang. Also ich komme halt wirklich nicht drauf klar. Guck dir diesen Kaktus an. Hier. Da ist eine lebende. Und da ist eine Spinne. Wird diese Spinne jetzt... Ach Spinne. Wird diese Schnecke jetzt irgendwann sterben? Was ist das? Ey, das habe ich noch nie gesehen. Ich finde das total faszinierend. Alles voll. Schwalbenbabys. Hallo. Hier ist überall alles voller Schwalben. Ganz schön eng bei euch da. Also, ich habe jetzt eine Antwort bekommen und die mir schlüssigste war, dass sich die Schnecken, wenn es besonders heiß ist, gerade der Boden, dann nach oben verziehen auf eine Pflanze, weil es da kühler ist. Die verschließen dann da ihre Häuschen und verrecken dann da, weil es trotzdem zu heiß ist. Oh je.